Dieses Video wird wieder einmal von meinem Partner Wohnfoto unterstützt. Also holt euch die! Hey Leute, ich bin's wieder. Jeremy. Wisst ihr, was ich lustig finde? Dass Tiere einfach immer so unbedacht irgendwo hinkacken. Ich finde, das ist so witzig. Es gibt doch nichts Lustigeres, als einfach irgendwo hinzukacken. Stell dir vor, eure Lehrer verarschen euch und einfach aus Trotz scheißt ihr in den Vorgarten. Ich meine, wer macht sowas? Aber ganz im Ernst, gerade deswegen ist das doch so lustig. Mein Hund, der hat jetzt schon zweimal bei mir im Zimmer auf den grünen Teppich gekackt, weil er irgendwie dachte, das wäre Rasen. Digga, also ich habe meinen Eltern sofort gesagt, tut mir leid, ich wollte von vornherein Meerschweinchen, ja? Verdammt nochmal, schick den Hund weg! Ja, weil ganz im Ernst, Leute, bei Niklas Neo wird nicht auf den grünen Teppich gekackt. Ja, aber meine Eltern haben sich dann geweigert. Die haben gesagt, nee, Bro, sorry, wir behalten den Hund. Hab ich gesagt, fuck, Alter. Schon scheiße, ne? Meine Physiklehrerin, die blöde Kuh, die hat mir den halben Punkt nicht gegeben, weil ich die Beschriftung aus... Die Fruchtfliege! Ab morgen Italienisch. Ich hab die für Sprachen. Find nur los, wenn ihr Niederländisch lernt. Mann, die ficken unseren Käse und essen unsere Frauen. Okay, Leute, wir werden unser Gegner rasieren. Alter, was war das denn für ein Pass? Okay, vielen Dank dafür, Jutkiewicz. War ein gutes Spiel. Ja, ich merke, dass die hier langsam ins Spiel kommen und einfach nur geil spielen. Alter, geile Kiste. Boah, Pflaster geht rein. Scheiß die Wand. So ein Typ aus meiner Klasse hat meinen Teebeutel verschluckt. Scheiße. Wie ein junger Gott. Asenjo. Nospel. LOL. 76er Boateng. Mein absolut bester Spieler. Nice, Alter. Ich liebe Footcraft, Leute. Ich liebe Footcraft. Holy shit. Warum denn? Vorbesteller Pack. Manolas. Alter. Alter. Nice. Das war der beste Spieler, den ich bisher daraus gezogen habe. Saha. Oh. Die Eulfohlen-Elf. Ja, Mann, Alter. Eulfohlen. Mein Kollege hat mich nach dem Video erstmal angesprochen und meinte, Niklas, Alter, wenn du noch einmal was gegen Eulfohlen sagst, dann komme ich zu dir nach Hause und kack dir in den Vorgarten. Dann habe ich gesagt, nein, alles, aber nicht mein Vorgarten. Saha. Oh.